Oh, hier habe ich mal wieder eine DVD-Serie. Oh mein Gott. Die Serie für euch kennt wahrscheinlich jeder. Lost, ich wollte euch nochmal die DVD-Box zeigen. FSK 18. Serie hat mir am Anfang mir persönlich gut gefallen. Irgendwann, boah, ich weiß nicht. Das wurde zu lahm, zu verwirrend alles. Ja, und am Ende war ich halt einfach nur enttäuscht. Aber es geht ja auch nicht darum, ob ich die Serie gut finde oder nicht gut finde. Ich wollte euch, wie gesagt, einfach nur mal die DVD-Box zeigen, weil die ist ziemlich gut gestaltet. Gibt es auch für wirklich ein Apel und ein Ei gelegentlich mal bei Amazon oder bei eBay. Ich habe, glaube ich, irgendwas um die 30 Euro bezahlt und ich sag mal, für 30 Euro macht man nichts falsch. Wenn man sich eine komplette Serie kauft und dann auch noch eine Serie, die wirklich umfangreich ist, weil hier hat die erste Staffel gleich 3 Discs, 5 Discs, 7 Discs, okay, 7 Discs. Und wie viele Teile? Ich weiß nicht, wie viele Teile das Ding hat. 25 Episoden inklusive Pilotfilm. Da kommt man auf viele, viele Minuten, die man zum Gucken hat, für einen wirklich kleinen Preis. Ich habe es nämlich auch bis jetzt erst einmal angeguckt, glaube ich, einmal. So, und hier hat man das gleiche nochmal. Hier haben wir die Uhr, die im Bunker da drin ist. Und drei. Und die sind, finde ich, nicht so schön designt, die Discs. Also da gibt es auf jeden Fall andere, wie zum Beispiel Battlestar Galactica, wo die Disc wesentlich schöner designt ist und auch der Druck wesentlich besser ist. Aber es geht auch nicht um den Druck. Die Serie muss man sich ja nur angucken können. Hier haben sie die Charaktere auf die Discs gedruckt bei Staffel 3. Was haben sie denn hier? Bei Staffel 4. Was haben sie denn da jetzt drauf gedruckt? So, die komplette Staffel 4 plus Extras. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan, was da sein soll. Nee, ich finde, die Discs sind nicht schön gestaltet. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mag das sowieso ein bisschen abgespaced da alles. So, und was haben wir hier nochmal? Staffel 6, kommt her. Da haben sie auch nur 5 Discs und 18 Episoden. Ja, wie gesagt, ich wollte euch die Boxen nur zeigen. Ich werde die auf jeden Fall verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, ob er das Ende toll findet oder nicht toll findet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir ein Like da, lasst mir kein Like da. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Bis denn dann. Ciao.